Mottschützen üben den Einbruch in die Verteidigung des Gegners. Soldat Violett, in der Gegenspur bleiben! In Richtung Hochwald! Schützenkette vorwärts! Blick zum Gegner! Welcher Soldat weiß in diesem Augenblick, dass er den entscheidenden und auch schwierigsten Abschnitt des Sturmangriffs trainiert? Blick zum Gegner! Nehmen wir an, gegnerische Kräfte haben ca. 150 Meter vor ihrem Stützpunkt Minensperren angelegt. Die Mottschützen überwinden hinter Panzern die Sperren. Entfalten wieder zur Gefechtsordnung. Und stürmen in Schützenkette den gegnerischen Graben. Also ganz einfach? Im Gegenteil. Sehr schwer, schon in der Ausbildung. Körperliche Anstrengung beim Angriff in Schützenkette. Training der Feuerführung mit Hüft- und Schnellschuss. Erhöhte Belastung beim Werfen der Handgranaten. Handgranaten! Wurf! In jeder Situation richtig und schnell reagieren. Mit Recht fordert der Ausbilder jetzt den Einsatz der letzten Kraftreserven. Gefecht. Nach dem Durchlaufen der Gassen noch 150 Meter bis zum Gegner. Etwa 70 Sekunden. Der Film schildert diese 70 Sekunden in der realen Zeit. Ab jetzt. Immer noch rechts entfalten. Die 70 Sekunden enden jetzt. Einbruch in die Verteidigungsstellung des Gegners. Worauf kommt es im Einzelnen an? Der Gegner wird hartnäckig und verbissen kämpfen. Deshalb wichtig für unseren Sieg höchstes physisches Leistungsvermögen jedes Einzelnen. Deshalb immer wieder Training auch auf der Sturmbahn. Hier wird der Sieg vorbereitet, denn für den Einbruch in die gegnerische Verteidigung ist höchstes Angriffstempo nötig, trotz aller vorangegangenen Belastungen. Warum soll das Gefechtsbeispiel beweisen? Wenn die Panzer und Mottschützen in den Gassen die Sperren überwinden, verlegt die Artillerie ihr Feuer in die Tiefe der gegnerischen Verteidigung. Angriffsobjekt werden jetzt noch kampffähige Kräfte des Gegners versuchen, unseren Angriff aufzuhalten. Feuer! Schlussfolgerung. Der Gegner muss daran gehindert werden, sein Feuersystem neu zu organisieren. Also, den Graben des Gegners so schnell wie möglich erreichen.
Die physische Belastung erreicht ihren Höhepunkt. Aber auch höchste psychische Belastung. Es gehört Mut dazu, trotz gegnerischen Feuers unaufhaltsam und schnell vorwärts zu stürmen. Die Sekunden bis zum Einbruch, auch Höhepunkt im Zusammenwirken in der Mordschützengruppe. Niemand hat das Recht, zurückzubleiben. Selbst so schnell wie möglich an den Gegner herankommen. Erfolgreiches Vorgehen der benachbarten Schützen unterstützen und ausnutzen. Schießausbildung, Gefechtsschießen. Bewährungsprobe für die Kampfkraft jeder Mordschützengruppe. Richtschütze mit KPBT. Geradeaus 800 SMG. 8 Zielmitte, kurze Feuer. Nicht umsonst muss der Richtschütze als Erster sein Können beweisen. Er bedient die schwersten Waffen der Gruppe und sichert mit seinem Feuer den Sturm der Mordschützen. Aufgabe für die Schützen: treffsicheres Schießen aus der Bewegung. Die Panzerbüchse, wichtigste Waffe der Mordschützengruppe zur Vernichtung von Panzern. Kein Artilleriefeuer mehr auf dem Stützpunkt. Jetzt entscheidet der Feuerkampf der Panzer, SPW und Mordschützen über den Erfolg des Angriffs. Die Panzer und SPW richten ihr Feuer auf schwere Waffen des Gegners. In Sekunden, in Bruchteilen von Sekunden, jedes auftauchende Ziel sofort erkennen. Schneller und treffsicherer schießen als der Gegner, trotz hohem Angriffstempo. In den wenigen Sekunden bis zum Einbruch leitet der Gruppenführer das Feuer mit kurzen Kommandos. Auch selbstständige Feuerführung im Interesse der Gruppe. Nur so kann der Gegner vernichtet und der Einbruch in seine Verteidigung erzwungen werden. Aber mutig und entschlossen vorgehen, unter Einsatz des Lebens. Handgranaten, Wurf! Handgranaten, wichtig beim Einbruch in die gegnerische Verteidigung. Genau, besser strecken. Links um, anders, Gerät. Handgranaten, Wurf! Wirksam nur dann, wenn sie zielsicher geworfen werden und zum Schutz der eigenen Schützen weit genug. An das Gerät. Die notwendige Kraft- und Wurftechnik werden in der Ausbildung trainiert. Soldat Schröder, den Arm kraftvoller strecken. Handgranaten, Wurf!
Soldat, helfe den Arm besser strecken. Links um. Anders. Gerät. Etwa 50 Meter vor dem Gegner. Etwa 40 Meter vor dem Gegner. Handgranaten! Hup! Noch 10 bis 15 Sekunden bis zum Einbruch. Dicht vor dem Gegner. Sturmschritt. Feuer aus der Hüfte. Nahkampf. Vernichtung des Gegners. Die SBW dicht hinter den Mordschützen geben Feuerschutz, überwinden die Gassen. Besonders befohlene Gruppen vernichten Restkräfte des Gegners im Grabenkampf. Die Hauptkräfte setzen den Angriff in die Tiefe der gegnerischen Verteidigung ohne Halt fort.